Wo wir gerade wieder am alten Lager vorbeigehen, gab es hier noch irgendwas Wichtiges? Naja, wir könnten auch hier beim Schmied vorbeischauen. Aber wir sind schon am Südtor vorbei, ne? Ja, nö, das lassen wir mal. Wir werden bestimmt noch oft genug daran vorbeikommen. So, da ist der Haupteingang ins Orkgebiet. Da machen wir auch mal einen Bogen drum. Weil, wenn die Wachen in so einem richtig schweren Panzer davor stehen, wird das einen guten Grund haben. Und die trauen sich da ja auch nicht mal rein. Die sorgen nur dafür, dass kein anderer da reinläuft. So, also hier runter, da müssten wir zu den Jägern kommen. Und den einen davon können wir auch gleich mal ansprechen, ob der vielleicht nicht neues Erz hat. So, der war jetzt hier rechts rum. Genau, auf der kleinen Anhöhe. Oh, ein Goblin. Ein einzelner Goblin und nicht mal ein Schwarzer. Nee, nee, nee. Aber ja, das vor ein paar Tagen, dass wir das ganze Goblin-Lager auseinandergenommen haben, das war schon... Ja, es hatte was. Zeig mir deine Ware. Oh ja, er hat Erz. Schön, schön. Also, 400 Erz hat er. Dann geben wir ihm noch alle unsere Krallen, ein paar Werkzeuge, die wir nicht brauchen. Die Felle, die Lurkerhaut, die Klauen, jede Menge Krallen. Und dann sind wir schon weit über unsere 400. Gut, gut. Hat er noch irgendwas von Interesse? Ganz viele Pfeile und mehr Bögen. Nö, die wollen wir nicht. Wir wollen nur sein Erz. So, der andere Jäger war ein bisschen eigenbrötlerisch. Der hat weder was verkauft, noch wirklich viel zu sagen. Das heißt, den können wir gleich überspringen. Hier in der Höhle was Neues sich eingenistet? Jo. Ja, ist auch verständlich. Gerade so eine Höhle eignet sich immer sehr gut als Nester für alles mögliche Getier. Und wenn da was frei wird, dann dauert es nicht lange, bis das nächste Biest da einzieht. So, jetzt kommt gleich... Also genau, erstmal die Hütte von dem Jäger aus dem neuen Lager, dann kam die Brücke und dann die alte Fischerhütte. Dann müsst ihr auf dem richtigen Weg sein. Brücke. Und eigentlich konnten wir auch irgendwo abkürzen, aber das müsste jetzt schon zu spät. Goblin? Ah ja. Haben wir noch was quietschen hören im Hintergrund. Das Schwert nehmen wir aber doch mit. Also ja, irgendwo gab es eine Stelle, wo man abkürzen konnte, aber da sind wir wohl schon dran vorbei. Sind wir eigentlich schon mal hier lang gegangen? Naja, auf so einer Entdeckungstour wie vor einem Tag können wir hier später auch noch gehen, was wir mit dem Minecrawler erledigt haben. Denn die letzte Tour war ja nicht gerade sehr erfolgreich. Also wir haben zu viele Stellen gefunden, wo wir nicht weiterkamen. Also die Untoten zum einen, dann die Feuerechsen und was war das dritte? Ah ja, genau, der Riesenhund. Oder die Riesenhunde, besser gesagt. Das war schon übel. Und selbst mit der neuen Keule jetzt, dann würden wir ihn zwar mehr Schaden verursachen, aber trotzdem wären wir nach ein, zwei Bissen tot. Das macht dann auch nicht wirklich viel Sinn. Also ja, da braucht man noch wesentlich mehr Kampferfahrung, um mehr auszuhalten. Und vielleicht noch die Söldnerrüstung, wenn wir uns die Söldner dann anschließen können. So, Lefty hat nichts mehr zu sagen, das ist gut. Schön, wie die immer den Schwanz einziehen, wenn sie einmal verprügelt wurden. So, also Lester war, wenn man in die Höhle reinkam, links. Lee war auf der rechten Seite.
Ja, so war es eingeteilt. Auf der linken Seite Banditen, auf der rechten Seite Söldner. Aber vorher machen wir kurz einen Abstecher zu Mordrek. Wer hat der ja was Neues zu erzählen? Denn schließlich war es ja sein Auftrag, ins Sumpflager zu gehen. Und ein bisschen was haben wir da ja schon gemacht. Hallo. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Ich habe noch nichts rausgefunden. Bleib dran. Also nichts ist nicht ganz richtig. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Und er hat auch nichts wirklich Neues im Angebot. Ja, okay. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber es ist schon komisch, dass er nicht wirklich daran interessiert ist, dass sie diesen Fokus gesucht haben und dass sie jetzt auch einen davon haben. Weil wenn diese Fokussteine wirklich dafür da waren, die Barriere aufzubauen, dann müssen sie sehr mächtig sein. So, also da oben waren die Magier und gegenüber davon müsste Ligi gewesen sein. Der bewacht wurde, aber gleichzeitig nicht bewacht wurde, weil er es nicht braucht. Ja. Hier drin. In seiner. Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen. Willkommen, Söldner. Ah, schöne Sache. Auch wenn das eher so aussieht wie eine Butlerhose mit einem Schulterpanzer. Aber jetzt können wir uns mal umhören, ob noch irgendjemand neue Rüstung verkauft, jetzt wo wir Söldner sind. Hallo. Und was unsere Söldnerkumpel sonst zu sagen haben. Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt zu nahe kommt. Na gut, das war jetzt nicht wirklich aufschlussreich. Aber als Söldner können wir vielleicht zu den Magiern rein. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Okay, also scheint selbst unter den Söldnern noch Unterscheidungen zu geben. Eine Parole. Na gut, fragen wir es ein bisschen weiter rum. Sei gegrüßt. Also bisher war es nicht sehr aufschlussreich, was man so als Söldner alles machen kann, was unsere Aufgaben sind, außer hier rumzusitzen und den Magier zu bewachen. Vielleicht hat Gorn ja was zu erzählen. Der war ja netter. Hallo. Wieder dieselbe Leier. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Bis später. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Also er hat auch noch was zu dem Shrike hier vorne gesagt und nicht wirklich dazu, dass wir jetzt auch Söldner sind. Aber er hat Tarloff erwähnt, das war der andere, mit dem wir gerade gesprochen haben. Vielleicht hat er jetzt was zu sagen? Sei gegrüßt. Lass mich vorbei. Das ist wirklich ernüchternd. Schauen wir uns mal die Rüstung an, ob sie überhaupt besser ist als unsere jetzige. 45? Ja, die ist ein Tick besser. Der andere Rüstungshändler war Wolf gewesen, aber der wird nur Banditenrüstung haben. Hat einer von euch beiden vielleicht noch was zu sagen? Hallo! Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gommes Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Na gut. Sprechen wir nochmal ganz kurz mit Leaf. Er hätte jetzt doch noch was zu sagen. Und sonst schauen wir einfach in die alte Mine.
Denn da scheint wohl eine wichtige Sache zu sein mit dem Sektenlager. Da. Hallo. Ah, okay. Er hat doch noch was zu sagen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. 2100 Erz. Also viel müssten wir sogar haben, oder? Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Oh. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Du bist noch nicht so weit, eine bessere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Da müssen wir uns erstmal räuspern. Wir klangen gerade ein wenig komisch. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Gut, stärker klingt gut. So, das sollte erstmal reichen. So haben wir noch ein paar Punkte für den Fall, dass wir irgendwo was Interessantes lernen können. Oh, okay, da können noch mal 10. Hallo. Ich kann dir... So, und so. Die anderen Rüstungen bekommen wir erst, wenn wir erfahrener geworden sind. Na gut, wenn wir uns in der alten Mine rumtreiben und da die Minecrawler töten, wird das Hand in Hand gehen. Also zum einen werden wir jede Menge mehr an Kampferfahrungen sammeln, weil gegen solche Biester haben wir noch nie gekämpft. Und zum anderen erledigen wir auch einen wichtigen Auftrag für das neue Lager. Das heißt, ja, wahrscheinlich bekommen wir unsere bessere Rüstung erst, wenn wir die alte Mine aufgeräumt haben. Na gut, dann machen wir uns doch mal daran auf den Weg. Ja, eigentlich wollten wir noch zu den Magiern Heiltränke kaufen. Aber 18 Stück plus 80 Stück Fleisch sollte mehr als genug sein, um uns wieder auf die Beine zu bringen. So, hier in der Taverne war sonst noch Zürich, aber der hat nur das Kraut verkauft. Und der Barkeeper, der gar nichts verkauft hat. Und sonst noch der Schnapsbrenner. Aber für uns nichts wirklich Interessantes. Den Reislord haben wir schon verprügelt. Hoffentlich verhält er sich jetzt ein bisschen netter den anderen Leuten hier gegenüber. Nö, sonst haben wir aber echt nichts mehr zu tun. Aber das ist ja auch schön. Wir haben schon viel erledigt fürs neue Lager. Sorgen dafür, dass jetzt hier ein bisschen ruhiger zugeht. Jetzt schauen wir, was die alte Mine so bringt. Weil die Leute aus dem Sektenlager suchen ja irgendetwas von den Minecrawlern, aber nicht von den Minecrawlern selbst. Also ist anzunehmen, dass die Königin oder irgendwas in der Form gesucht wird. Oder die Eier. Oder sowas in der Richtung. Das werden wahrscheinlich Eier sein, oder? Na, wir wissen einfach zu wenig über die Biester. So, die alte Mine. Gucken wir mal kurz auf unsere unvollständige Karte. Ah, das hätten wir übrigens auch noch im alten Lager kaufen können. Eine größere Karte. Oh ja, wir müssen einfach nur hier links rum. Dann kommen wir schon zur alten Mine. Stimmt, da sind wir sogar schon mal lang gegangen. So, dann nehmen wir dich auch noch mit. Und dich auch. Wir sollen ja schließlich mehr Erfahrung sammeln, hat Lee gesagt. Und wenn unser Anführer das sagt, dann machen wir das doch auch. So, da hinten müsste schon der Eingang sein. Ha, hier waren die Goblins, oder? Ja. Haben sich auch wieder aus ihren Höhlen getraut. Also, zumindest einer. Dann schauen wir noch kurz auf die andere Seite, wo die große Höhle war. Da haben wir schon mal einen Lurker. Die sind ja auch relativ zäh. Obwohl jetzt mit der neuen Keule und wesentlich mehr Stärke müsste es einfacher sein. Ja, viel, viel einfacher. Gut, gut. Da haben wir noch eine Echse und da hinten ein Goblin. Wo einer ist, können mehr sein. Zwei. Ja, aber zwei Goblins sind ein Lacher.
Ich meine, vorher hatten wir ja, wie viel waren das? 6, 7? Eine ganze Menge. Ja. Den hier haben wir mit einem Schlag erledigt. Also jeden schwarzen Goblin, den wir sehen, können wir mitnehmen. Das heißt, die einzigen Sachen, die uns jetzt wirklich gefährlich sind, ist wahrscheinlich dieses große haarige Ding mit dem Horn. Die Riesenwölfe, die Feuerechsen und die Untoten. Obwohl ein Untoter müsste machbar sein. Aber wir wurden da ja gleich von dreien angegriffen. Das sind doch ein bisschen zu viel. Und die Feuerechsen... wissen wir nicht. Wir haben noch keinen Versuch gestartet, die anzugehen. Aber die standen ja auch in so einer Dreiergruppe jeweils. Wenn wir schon was Neues ausprobieren an Gegnern, dann sollten die alleine sein. So, wir hätten gerne deine Flügel und deinen Stachel. Und von dir auch. So, jetzt aber nicht mehr ablenken lassen. Hier ist noch jede Menge Kleinkram, aber das können wir ignorieren. Das nehmen wir dann später mit. Außer es steht direkt im Weg wie der da. Also ja, nachdem wir die Minecrawler erledigt haben und was auch immer wir genau brauchen gefunden, können wir den Wald hier auch nochmal durchgehen. Weil das ganze Kleinvieh scheint sich auch hier wieder breit gemacht zu haben. Wo willst du denn hin? Genau, wir wollen zur alten Mine, nicht du. Aber bevor wir da reingehen, speichern wir erstmal ab. LB 25.